Rede erteile ich das Wort dem Kollegen Markus Töns von der SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, wir Sozialdemokraten stehen für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union. Und wir stehen für ein soziales Europa. Und ich glaube, das muss man in dieser Debatte auch noch mal betonen. Europa ist ein stetiges Projekt. Es ist ein Friedensprojekt und es ist ein demokratisches Projekt. Das noch mal herauszustellen, ist auch wichtig. Europa ist das demokratische Projekt, an dem wir stetig weiterarbeiten müssen. Aber, das muss man auch sagen, Europa ist nicht nur die Bewältigung von Krisen und die Kritik an krummen Gurken. Europa muss mehr leisten und solidarischer werden. Und Deutschland muss hierzu seinen Beitrag leisten. Und der Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat das deutlich gemacht. Deutschland ist Nettogewinnerland innerhalb der Europäischen Union. Und das ist nochmal wichtig, auch das zu betonen. Das sollten wir endlich auch mal zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt auch einen Konstruktionsfehler, den ich aus meiner Sicht immer wieder auch betonen möchte. Das ist die fehlende soziale Säule. Deshalb war Göteborg und das Treffen in Göteborg auch so wichtig. Und deshalb ist es eigentlich auch an dieser Stelle noch mal zu betonen, dass es schade ist, dass die Bundesregierung nicht daran teilgenommen hat. Ich will das ausdrücklich betonen. Wir Sozialdemokraten sind der Auffassung, dass die Europäische Union sich ständig weiterentwickeln muss. Stillstand ist Rückschritt. Und es geht um den Mehrwert der Menschen in Deutschland und Europa. Es geht um soziale Sicherheit. Und es geht bei diesem europäischen Gipfel übrigens nicht nur um PESCO. Es geht, und das ist zum Glück von einigen Rednern auch betont worden, um den Brexit. Und beim Brexit haben wir die Situation, dass Boris Johnson und Nigel Farage gezündelt und dann Chaos hinterlassen haben und sich aus der Verantwortung gestohlen haben. Aber die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten müssen jetzt noch stärker als zuvor einheitlich zusammenstehen. Und ich finde, das ist bisher recht gut gelungen. Die erste Phase der Verhandlungen haben wir so erfolgreich abschließen können. Es muss einen Mechanismus geben, der sicherstellt, dass beide Seiten sich an den Austrittsabkommen betroffenen Vereinbarungen halten. Das ist ein ganz entscheidender Schritt, der jetzt zu gehen ist. Und aus unserer Sicht wäre eine Zuständigkeit des EuGH hier die sinnvollste Lösung, und zwar länger als die 8 Jahre, die vereinbart sind. Die bisherigen Fortschritte in den Verhandlungen sind unter anderem Themen der bisherigen Verhandlungsrunden waren Rechte der Bürger, finanzieller Ausgleich und Grenzziehung Nordirland, Irland. Die Kommission und die britische Regierung haben sich auf eine Berechnungsmethode für die noch ausstehenden Zahlungen geeinigt. Für die EU-Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien soll es Erleichterungen bei der Erlangung von Aufenthaltspapieren geben. Das ist alles gut. Aber in der Frage der Grenzziehung Nordirland, Irland haben beide Seiten sich geeinigt, dass der Grundsatz keine harte Grenze oberste Priorität hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, das muss man betonen, dass der Friedensprozess Nordirland in Irland nicht gefährdet wird. Und deshalb unterstützen wir ausdrücklich die Linie der Kommission an dieser Stelle. Und um den Eintritt in die zweite Phase über die zukünftige Ausgestaltung der Beziehungen verhandelt wird, wird ein gemischtes Abkommen verhandelt. Und das ist für den Deutschen Bundestag von entscheidender Bedeutung, weil wir werden darüber essentiell entscheiden müssen, wie wir damit umgehen. Aber das Ausbleiben, und das will ich an dieser Stelle auch betonen, einer Regierungserklärung ist enttäuschend. Es ist kein Hexenwerk. Es ist kein Hexenwerk, was auf dem europäischen Gipfel beredet wird. Wenn Mitgliedstaaten gemeinsam beraten, ob die Brexit-Verhandlungen in Phase 2 übergehen, ist das zu begrüßen. Wenn Mitgliedstaaten gemeinsam beraten, wie der Euro für die Zukunft krisenfest gemacht werden kann, ist das zu begrüßen. Wenn Mitgliedstaaten Möglichkeiten nutzen, die im Vertrag von Lissabon schon angelegten, um über die Verteidigung stärker zusammenzuarbeiten, ist das auch zu begrüßen. Das ist kein Hexenwerk. Und das bietet eigentlich keinen Stoff für Verschwörungstheorien. Das will ich an dieser Stelle deutlich sagen. Man muss aber kein Experte sein, um zu wissen, dass hier Kräfte vertreten sind, die genau das daraus machen wollen. Fatal, sich in so einer Situation aus der Debatte zu entziehen, finde ich das schon. Und das ist gerichtet an die Bundeskanzlerin durchaus ein wichtiger Hinweis.
Gerade in Zeiten, in denen eine rechtsradikale Partei im Bundestag sitzt, wäre es wichtig und richtig gewesen, dass die Frau Bundeskanzlerin eine Regierungserklärung abgibt. Ihre Weigerung ist nicht nachzuvollziehen. Aber vielleicht fehlt ihr auch eine europapolitische Perspektive. Und an die Linke gerichtet. Heute präsentiert sich ausgerechnet die Linke, die Friedenspartei, mit ihren populistischen Tönen als Totengräber des größten Friedensprojekts auf europäischem Boden. Im Ausschuss der Region, im ADR, in dem ich 5 Jahre saß, habe ich erlebt, wie Linke an einer Fortentwicklung der Europäischen Union Idee gearbeitet haben. Fragen Sie doch mal Ihre Parteikollegen, wie das möglich ist, dann lernen Sie vielleicht daraus. Aber zum Schluss möchte ich nicht falsch verstanden werden. Nicht jeder Vorschlag der Kommission muss aus meiner Sicht bejubelt werden. Das tut auch die SPD nicht. Es kann aber doch auch nicht sein, dass Europadebatten von Parteien dazu genutzt werden, die eigenen programmatischen Unzulänglichkeiten zu verdecken. Stattdessen müssen wir darüber diskutieren, wie Europa in Zukunft sozialer und gerechter gestaltet werden kann. Glück auf! Herr Kollege, bei Ihrer nächsten Rede, wenn Sie sich etwas kürzer fassen und an die Zeit halten und vielleicht auch Ihren Sprachgebrauch gegenüber den Kollegen anderer Fraktionen etwas überprüfen. Ebenfalls zur ersten Rede erteile ich jetzt das Wort.